Willkommen zurück zu The Cat Lady. Susan ist immer noch im Gespräch mit, na, wie hieß sie noch? Nicht Liz. Irgendwas mit M. Auf jeden Fall eine neue Mitbewohnerin. Das Mädel, das ihr geholfen hat, auch im Krankenhaus. Und mit der sind wir noch im Gespräch. Und sie soll jetzt antworten, nichts für ungut, aber ich möchte wirklich nicht darüber sprechen. Denn zuletzt hat sie das Thema halt ihres Selbstmordversuches angesprochen. Sie nehmen sich viel zu viel heraus, das zu fragen, das geht sie nichts an. Lange Geschichte, ich möchte sie nicht mit diesem persönlichen Scheiß langweilen. Sagen wir mal, sie will noch nicht darüber reden. No offense, but I don't really want to talk about it. Fair enough. Maybe when you know me better, we'll feel more like sharing. I'm a good listener, you know. Schon mal gute Voraussetzungen. Let's go back to the living room. Ja, das Fenster nervt auch. Ist voll windig. Nicht so schön. Aber es ist ihr ja egal. Room's great. So what do you say, Miss Ashworth? Ach du Scheiße. Wieso ist denn da jetzt ein Geist? I hope you're not gonna change your mind about this. Miss Ashworth? Wieso sieht sie denn jetzt einen Geist? Okay. What happened? Are you all right? Go away. You have to go away right now. But why? Miss Ashworth, what's wrong? Bleiben Sie einfach weg von mir. Sie sind hier nicht sicher. Sie sollten gehen jetzt. Ich wusste, Sie sind eine von denen. Ich wusste es. Wie jetzt? Warum gibt sie ihr denn die Schuld? Sie sind hier nicht sicher. Sie sollten gehen jetzt. You're not safe here. You should leave. Now. Please, Miss Ashworth, I'd really like to stay. Don't throw me out now. Well, you can't stay. You can't. If you don't go, something terrible's gonna happen to you. Please, just leave me alone. I was perfectly happy before you came. Ja, klar. I have my cats. Bleiben Sie einfach weg von mir. Ich wusste, Sie sind eine von denen. Ich wusste es. I knew you were one of them. I knew it. What are you talking about? Look, just try to relax. Everything's okay. But why you? Why would you want to do this to me? You have no reason. Calm down. I'm not gonna do anything to you, all right? I just want to rent a room. Nothing else. I promise. Damn, I even swear. I won't cause you any trouble, okay? Just take a deep breath. Please explain to me what's happened. I'm a little confused here. Then, maybe... Oh, no. 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 Sie werden sterben, weil sie da diesen Geist gesehen hat. Sie werden sterben. Das war die, die sie selber gesehen hatte, ne? Die Oma da vom am Anfang. Also der Tod quasi. Sie werden sterben. You're going to die. Gucken, was sie dazu sagt. Oh Gott. I know. Okay. Yeah. I know. But how did you know, Miss Ashworth? Are you some sort of a psychic? Do you possess some kind of supernatural mind-reading abilities? Or is it just so fucking obvious? What do you mean? I don't know how you're going to die, but call it a hunch if you like. That's cool. A hunch. Well, I do. I know exactly. It's already started, as a matter of fact. Do you want to see? I'll show you. Here, Miss Ashworth. Take a good look, because I'm not going to do it again.
Also ich nehme mal an, dass sie Krebs hat oder krank ist und weiß, dass sie sterben wird und deswegen vielleicht schon eine Chemotherapie bekommt oder eine Chemobehandlung hat, sodass ihr die Haare ausfallen. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber dann, das würde erklären, warum sie weiß, dass sie sterben wird. Wen sehen wir hier? Wieder so ein Psychodoktor. Und jemand, der da liegt. Ist das Susan? Das ist ein Traum. It's time to wake up, my little pussycat. Also Susan. Ja. Boah, wie krank. What's the matter, sleepyhead? Had a bad dream? Do you want me to give you a cuddle and a kiss? Nee. Take the nightmares away? Nee. What's the matter? Cat got your tongue? Well, don't you worry, my sweetest. I know a thing or two about pussycats. I can help. What do you say? Shall I take a good look at Ach, this pussy Scheiße, of yours? Ey. Boah, krass, ey. Was ist das für ein Spiel? Boah, das ist ja echt... Boah, ich habe noch nie so ein Spiel gespielt oder gesehen, wo solche krassen Dinge gesagt gezeigt werden. Doch, okay, wenn ich mich so an Outlast erinnere, das war auch echt übel, finde ich. Outlast fand ich auch echt schlimm. Aber das ist halt eine andere Art gewesen, ne, von Horror. Und das hier ist halt so richtig psycho direkt so... Es greift schon halt so die echten Krankheiten und Ängste an, die man halt aus dem wirklichen Leben kennt. Es ist halt nicht so horrormäßig wie in einem Horrorspiel aus anderen Spielen, wo man Angst hat. Also es ist so, oh, wo man einfach nur so denkt, what the fuck, was spiele ich hier und was gucke ich mir hier an? So muss es für euch sein. Aber wir ziehen das jetzt einfach durch. Fass mich an und ich töte dich, du krankes Arschloch. Bitte tu mir nicht weh, lass mich einfach gehen. Du bist ein toter Mann, du weißt es nur noch nicht. Ich glaube nicht, dass er darauf reagiert, wenn wir ihm sagen, tu mir bitte nicht weh. Aber ich glaube, realistisch würde das jetzt jeder sagen, weil sie scheint irgendwie gefesselt zu sein oder so. Und den zu provozieren, das finden die meistens ja noch geiler. Ich sag mal trotzdem, bitte tu mir nicht weh. Please, don't hurt me. Just let me go. I haven't seen your face. I won't tell anyone. I promise. Was macht er da? What's going on in there? Was? Wer kommt denn da jetzt noch? Oh Gott. Who's this? Did you play with this little bitch behind my back? 'Cause if you did, I swear to God. Me? I'd never do that. You know me, honey. You're the only girl for me. This lady here will join us for dinner. That's all. For what? Take the goddamn mask off when you talk to me. You know damn well I can't stand it. And make sure you put it back in the van so you don't fucking lose it again. Okay, okay. Ist das nicht der Nachbartyp? Oh Gott. I was just saying, she's here for dinner. Mhm. Good. Dinner. I'm starving. And I'm sick to death of them bloody cats. Oh nein, nicht die die wollen doch jetzt nicht die Katzen essen, oder? Aber ich trau's den beiden zu, das ist voll das Psychomörderpärchen, ganz ehrlich. So sehen die jedenfalls aus und so reden die auch. You nasty little whore. Trying to seduce my husband in my own home. Oh mein Gott. How bloody rude. Gehen Sie weg von mir, was? Ich habe nichts versucht. Wer zum Teufel sind Sie? Ich habe nichts versucht. What? I wasn't trying anything. Shut up, you stupid bitch. I know what you're up to. Mhm. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. I kept staring at him. With these big green eyes.
You want him, don't you? You think you can take him from me? Will deinen scheiß Kerl gar nicht. Susan will deinen scheiß Kerl gar nicht. Well, I've got just the thing. I always keep this bottle handy. It's bleach. The strongest you can get. You give me no choice. I can't risk losing him. I have to make sure he won't be attracted to you anymore. Ach du Scheiße, bitte, bitte nicht. You won't need these eyes. Oh nein. This face much longer. Oh mein Gott. Anyway. Oh bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wie schrecklich. Boah, das Spiel ist so schlimm, ey. Leute, ich schwör's euch, ich find's echt schlimm. No one will do it right if you don't do it yourself. Oh Gott, die Katzen sind auch eingesperrt. Oh fuck. Oh, es ist voll das Mörderpärchen, mit dem sie da auch noch im Haus wohnt. Ah, wir können die Katze spielen. Können wir irgendwas machen, um hier rauszukommen? Was können wir denn mal machen? Ah, wir können Anschwung nehmen. Das machen wir mal. Die Katze wird vielleicht helfen können. Bitte, 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 bitte hilf. Irgendjemand muss mal helfen, ganz ehrlich. Ich weiß aber nicht, wie wir hier schon wieder reingeraten sind in die Situation. Die Situation ist schon wieder so aus dem Nichts heraus entstanden irgendwie. Achso, dann können wir hier wieder hoch. Und dann können wir dahin. Okay, jetzt sind wir bei Susan. Ach du Scheiße, das Gesicht voll verätzt. Was kann denn die Katze da machen? Da ist ein Loch. Okay, dann springen wir in das Loch. Was kann die Katze denn jetzt machen? Da bin ich ja mal gespannt. Katze, komm. Oh Gott. Hey there. Der Hübsche ist gut. Gorgeous. Deine kranke Frau hat sie aber ein bisschen verschandelt. I see my old lady brought the bleach again. What a shame. War witzig. I really liked your eyes. It could have been a start of something very exciting for us, if you know what I mean. She does that every single time. What do they call it? Was das krass. Trust issues, that's it. Well, never mind. Plenty more fish in the sea. Oh God. I'm not too fussy, but even I have some standards. Ain't gonna touch a bird like you, I gotta be honest, girl. You look like shit. But I wouldn't want you to think I'm not a kind man. Plenty of time until dinner, and you're in pain, so... I've brought something to end your suffering. Think of it as an option. I've got this gun here. It's one of my favourites. There's just one bullet in the chamber. Large calibre. You'd be long dead before you'd feel any pain. Sounds good, doesn't it? I mean, it's just an idea, you know, no pressure. Ah, of course, you can't see it. That bleach turns your eyes to nothing but jelly.
so I'll just leave it for you here. Feel free to use it. That bullet's meant for you anyway. I'd better go now. We won't want to get caught red-handed again, would we? You naughty minx. What was that? You can't reach it. Well, what did you expect? Life's a real fucker sometimes. Also ich muss dazu sagen, so langsam verstehe ich, dass als wir damals bei der Oma waren, also den Tod, der ja, schluckt den Schlüssel. Tolle Idee. Oh oh. Nicht bewegen, Katze, bitte. Oh, ich habe Angst vor dem Typen, echt. Hast du den Schlüssel? Kannst du schnell weg? Kannst du... Oh, ich habe ein bisschen Angst. Können wir hier einfach bleiben? Bleibt er da jetzt sitzen? Oh oh. Ne, da sieht er uns anscheinend. Und okay, nach links kannst du auch nicht. Guck mal, jetzt bückt er sich. Jetzt! Komm, schnell. Nee, jetzt sieht er mich wieder. Also ich muss warten, bis er sich bückt, glaube ich. Ja, was ich sagen wollte, ist, man merkt so langsam, dass der Tod, den wir am Anfang gesehen haben, der wollte ja, dass Susan so nach und nach Parasiten umbringt. Also nehme ich mal an, dass damit jetzt die Menschen gemeint sind, die einfach so einen schlechten Charakter haben. Komm, hopp, 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 hopp. Lauf. Lauf. Wunderbar geschafft. So nach und nach kommt Susan halt in die Situation, mit Menschen Kontakt zu haben, die es so verdienen, eigentlich zu sterben, die man unbedingt töten will, dass sie letztendlich sie dann doch töten. Und das, obwohl sie ja am Anfang gesagt hat, sie will das eigentlich nicht, und sie entscheidet das selbst, um halt quasi auch aus ihrer persönlichen Hölle irgendwie zu kommen. Und ich glaube, dass ich das so langsam jetzt verstehe. Also so ist es jetzt irgendwie langsam. Ich will ja hier eigentlich nicht weg. Ich will ja eigentlich zu Susan. Kannst du zu Susan? Ich will nicht ins Loch. Können wir zu Susan gehen? Geh mal hier runter. Kannst du da auch runter? Schlüssel. Spucke aus. Ah, okay. Jetzt macht die Katze das. Dann hilft er mal freizukommen, ey, ganz ehrlich. What? Who's this? My eyes. I can't see a thing. That bitch. A key. Who are you? Say something. Anything. I should be able to unlock the handcuffs now. Oh, die Arme, die kann nichts sehen, ey. Die Frage ist halt wieder, ob Susan es wirklich tun wird, ob sie den auch umbringen wird letztendlich, um damit wieder einen weiteren, in Anführungszeichen, Parasiten getötet zu haben, um wieder aber einen Schritt ihrer eigenen Heilung näher zu kommen. Also dieses Ich will leben oder ich will ein anderer Mensch sein, vielleicht steckt da so ein bisschen diese andere Philosophie dahinter, dieses auch das Leben schätzen lernen, nicht sterben wollen oder ums Leben auch kämpfen wollen unter solchen harten Bedingungen. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, was dahinter steckt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es damit halt endet. Ah, wir dürfen uns bewegen. Okay. Waffe. Nimm die mal bitte. Nimm bitte diese Waffe. No! No, no, no! I dropped it! Macht nichts. Where is it? Kriegen wir schon irgendwie. Where the hell is it? Kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Boden suchen. I've got it. Ja. Sehr schön. So, und jetzt gehst du mal bitte nach rechts, weil da irgendwo müssten die anderen sein. Und dann könnten wir vielleicht mit der Pistole, nehme ich mal an, den Typen erschießen. Vielleicht ist das ja Sinn der Sache.
Kannst du hier noch was machen? Ich gehe jetzt gerade nach links, obwohl ich nicht nach links will. Geh mal nach rechts. Kannst du irgendwas machen? Kannst du irgendwas machen? Wenn ich nach rechts weitergehe, passiert nichts. Kannst du die Waffe irgendwie... Nee, ich erschieß mich doch jetzt nicht. Ich will mich nicht erschießen, ich will den Typen erschießen. Und wenn das das Letzte ist, was man macht... Boah, du willst dich doch jetzt nicht ernsthaft erschießen, oder? Nein, ich will nicht, dass du dich erschießt. Du bist jetzt freigekommen. Oh Mann, oh, ist das jetzt echt die einzige Möglichkeit? Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit. Was aber passiert, wenn wir das machen? Weil es scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Das sehen wir im nächsten Part von The Cat Lady. Bis dann.